Moin, ihr Sonnenscheine und guten Morgen, lieber Thomas de Vacua, Berlins Armutsbeauftragter, ein Hero, ohne den Berlin noch frostiger wäre. Thomas, wenn man heute eine andere Meinung vertritt, wird man ganz schnell beleidigt, diffamiert oder sanktioniert. Wie kann man wieder die Menschen erreichen, um Probleme konstruktiv zu lösen, also ein Miteinander statt Gegeneinander? Es machen sich Enttäuschung, Resignation und auch Frust breit. Eine traurige Entwicklung, die mir persönlich Kopfweh bereitet. Also, was können wir, sollten wir unternehmen? Ja, lieber Carsten, im Moment sprechen ja alle um den Kampf für die Demokratie in unserem Land. Wir brauchen wieder eine andere Politik und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, mit mehreren gesellschaftlichen Partnern neue Konzeptionen der zukünftigen Politik zu entwickeln. Alle die notwendigen Aufgabenfelder sind eigentlich eine nationale Aufgabe und sollten nicht dazu verwendet werden, sich gegenseitig in der Öffentlichkeit zu diffamieren. Politikerinnen und Politiker, ehrenamtliche und soziale Organisationen und die großen Kirchen verschiedener Glaubensrichtungen leisten tatsächlich unendlich gute und notwendige Arbeit für den immerwährend demokratischen Prozess in unserer Gesellschaft. Die Probleme, die sind sehr vielfältig, aber nicht unüberwindbar. Ich will mal einige nennen, das ist die Bildung, das ist die Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit und Wohnungsnot, die Infrastrukturprobleme, Altersarmut, Kinderarmut, das gleichberechtigte Leben, Leiharbeit, Sicherheit, Gerechtigkeit, Pflegenotstand, Rentenkonzeption, Entwicklungshilfe, die Digitalisierung, die Nahrungsmittelsicherheit, Energiepolitik, Umweltpolitik und Klimaschutz und so weiter und so fort. Wir brauchen die Kraft aller gesellschaftlichen Kräfte. Es muss wieder ein Ruck durch die Gesellschaft gehen, um größeren Schaden abzuwenden. Freiheit und Demokratie sind schwer erkämpfte Rechte und sie leichtfertig aufzugeben, wäre tatsächlich der Untergang. Politik und Demokratie sollten eine unmissverständliche Einheit bilden, will man das Wohl der gesamten Gesellschaft tatsächlich und tagtäglich mit Leben erfüllen. Auch ein Aufruf an die Bürger dieses Landes sollte hierbei nicht fehlen. Bürger, engagiert euch wieder, sucht die Gespräche mit der Politik und den gesellschaftlichen Gruppen, lehnt euch nicht zurück. Überall suchen die Parteien und Organisationen dringend Nachwuchs. Es ist doch wichtig, dass wir als Bürgerinnen und Bürger für unsere Gesellschaft auch Verantwortung übernehmen. Aber auch den Politikern in Stadt und Land sei gesagt, geht wieder hinaus auf die Straße, nehmt eure Bürgersprechstunden und Veranstaltungen wahr und lasst das Volk mit den immensen Problemen nicht allein. Seid ehrlich, wenn es notwendig ist, verschönert nichts und dichtet auch nichts dazu. Die Wahrheit bleibt immer noch der beste Partner, sei es in der Politik oder aber auch im realen Leben. Dankeschön und einen zauberhaften Tag.